Warnung! Das folgende Video ist schon etwas länger auf meiner Festplatte, doch die Dateien waren fehlerhaft. Deswegen kommt es erst jetzt zum Upload, da es nun funktioniert. Also nicht wundern, wenn das Thema in Anführungszeichen schon wieder etwas veraltet ist. Und nun viel Spaß mit dem Video. Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Netastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion. Heute geht es um James Gunn und Guardians of the Galaxy Volume 3. Bereits vor einigen Wochen gab es eine riesige Schlagzeile im Internet. James Gunn, Regisseur von Guardians of the Galaxy Volume 1 and Volume 2, wurde gefeuert. Und das auch noch kurz nachdem er mit dem Drehbuch für den dritten Teil fertig wurde. Ich berichte auch bewusst erst jetzt über das Thema, da ich nicht jeden Tag ein Update-Video bringen wollte. Doch was genau ist passiert? James Gunn wird vorgeworfen, Tweets gepostet zu haben, in denen er Witze über Pädophilie und Vergewaltigungen macht. Diese Tweets wurden von dem Verschwörungstheoretiker Mike Chernovich ausgegraben und an das Newsportal The Daily Caller weitergeleitet, die diese Tweets prompt veröffentlichten. Disney machte kurzen Prozess und feuerte den 51-jährigen Regisseur. Dieser sollte eigentlich während eines Panels auf der San Diego Comic-Con auftreten und über seinen neuen Guardians-Teil sprechen. Stattdessen wurde dies abgesagt. Der für mich nicht nachvollziehbare Grund: die Tweets sind über 10 Jahre alt. James Gunn ist im Allgemeinen für seinen makabren Humor und seine Provokationen bekannt. Diese Provokationen richten sich auch des Öfteren gegen US-Präsident Donald Trump. Disney weiß also, mit welchem Regisseur sie es zu tun haben. Einem, dem wir Filme wie die Horror-Komödie Slither verdanken und der als Drehbuchautor bei Terrorfilme mitwirkte, sowie bei den beiden ikonischen Scooby-Doo-Filmen. Gunn äußerte sich nach seiner Entlassung wie folgt. Viele Leute, die meine Karriere verfolgt haben, wissen, als ich angefangen habe, sah ich mich selbst als Provokateur, machte Filme und erzählte Witze, die abscheulich und tabu waren, wie ich öffentlich diskutiert habe. Ich habe mich als Person entwickelt, sowie meine Arbeit und meinen Humor. Ich will nicht sagen, dass ich besser bin, aber sehr, sehr anders, als ich noch vor ein paar Jahren war. Heute versuche ich, meine Arbeit in Liebe und Zuneigung wurzeln zu lassen und weniger in Wut. Die Tage, an denen ich etwas sage, nur weil es schockierend ist und versuche, Reaktionen zu bekommen, sind vorbei. Und das ist ein Statement, mit dem ich arbeiten kann. Mit der Zeit entwickelt man sich weiter. Man lernt aus seinen Fehlern und verbessert sich. Dabei stellt sich doch die eine Frage: Was muss man für eine Tat begangen haben und wie viel Zeit muss vergehen, um dieser Person zu verzeihen? Wir unterstützen James Gunn vollkommen. Wir alle waren geschockt von seiner plötzlichen Entlassung in der vergangenen Woche und haben absichtlich diese 10 Tage bis zu unserer Reaktion abgewartet, um darüber nachzudenken, zu beten, zuzuhören und zu diskutieren. In dieser Zeit wurden wir durch viele Unterstützung von Fans und Mitgliedern der Presse ermutigt, die die Wiedereinstellung von James als Regisseur von Guardians of the Galaxy Volume 3 sehen wollen, und wurden ebenso entmutigt von jenen, die so leicht hinters Licht geführt wurden und die vielen abwegigen Verschwörungstheorien über ihn glauben. Dieser Brief wurde von dem gesamten Cast des Guardians of the Galaxy Teams veröffentlicht. Dieser Brief wurde von dem gesamten Guardians of the Galaxy Cast unterzeichnet, inklusive von Vin Diesel und Bradley Cooper, die jeweils Groot und Rocket ihre Stimmen leihen. Jetzt meldet sich auch Wrestler Dave Bautista zu Wort und droht mit dem Ausstieg aus Volume 3. Da er allerdings einen Vertrag für weitere Sequels unterzeichnet hat, wird es für den Wrestler wahrscheinlich sehr schwierig, seine Drohung wahrzumachen. Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich sage: Wenn Marvel das Skript nicht nutzt, dann werde ich darum bitten, dass sie mich aus meinem Vertrag entlassen, mich rausschneiden oder mich umbesetzen. Ich würde James Gunn einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich das nicht tun würde. So der 49-Jährige in einem Interview. Die Dreharbeiten für Guardians of the Galaxy Volume 3 sollen bereits in diesem Herbst beginnen und das Projekt steht immer noch ohne Regisseur da. Laut Gerüchteküche verhandelt Marvel Studios gerade, ob James Gunn nicht doch wieder eingestellt wird, doch offiziell bestätigt wurde dies noch nicht. Hero Discussion! So, das war's mit der heutigen Folge Hero Discussion. Was ist eure Meinung zum Thema James Gunn? Hat Marvel richtig gehandelt oder ist alles viel zu weit hergeholt? Schreibt mir eure Meinung unbedingt unten in die Kommentare. Sobald ich erfahre, wie diese Sache hier ausgeht, kommt dazu nochmal ein Video und dann schließe ich auch mit dem Thema ab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern kann. Abonniert, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag und hoffentlich natürlich auch, dass wir uns wiedersehen hier bei Hero Discussion.